Eine neue Video. Warum ich eine Sonnenbrille aufhabe? Weil ich Augenringe habe. Geil, Leute. Und habe ich halt eine Sonnenbrille auf. Was interessiert's dich? Heute möchte ich mal ein ganz besonderes Video machen, nämlich über eine Person, deren Fan ich bin. Ihr kennt ihn alle, sein Name ist Playboy 51. Playboy 51, auch bekannt unter den Namen, muss ich lesen, Tanshu Kalikiran. Ist anscheinend so ein krasser Rapper. Geboren steht hier am 7. Januar 1977 und lebt derzeit in Berlin-Reinickendorf. Ist ein heftiger Junge. Googelt diesen Typ, Tanshu aka Playboy 51. Warum mache ich ein Video über Playboy 51? Ich kenne ihn jetzt seit, was heißt kennen, Alter? Kennen, Mann, Alter. Ich bin mit ihm verschwägert. Nein, Spaß, war ein Witz. Ich bin mit ihm verlobt. Scherz, Alter, Scherz. Nee. Warum mache ich ein Video über Playboy 51? Ganz einfach, der Typ ist genial. Jeder, der Playboy 51 kennt, wird sich erstmal denken, oi, der Mann, Werfenbein ist jetzt fertiger. Der das Video gerade macht? Oder er? Nee, Spaß, ohne Witz. Er ist ein bisschen durch, aber das sind wir alle. Er ist mega lustig. Ich habe das erste Mal seine Videos gesehen von seiner Sendung, die immer im Internet gestreamt wird. Ich glaube, einmal die Woche war das oder einmal im Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Geil, richtig lustig. Da war er irgendwie gerade 20 Tage feiern und dann nimmt er diese Sendung auf. Pur drunk und also er haut immer die Fakten raus. Playboy 51 ist nicht nur ein Entertainer, sondern er war auch ein erfolgreicher Rapper. Er hatte mindestens 4 bis 5 Singles aufgenommen mit DJ. Muss ich mal schauen, wie spricht man das auf? DJ Desio. DJ Desio. Ist bekannt, macht, also der produziert krass, also haut raus, finde ich heftig. Arbeitet, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, mit Tino zusammen und mit anderen und legt selber auf und macht für andere Künstler auch was und so. Ein richtig guter Typ und der hat anscheinend mit Playboy 51 zusammengearbeitet. Ja? Ich habe mir gedacht, ich mache das Video, weil der Typ einfach pures Entertainment ist. Ohne Witz, nicht nur, dass er eine hammergeile Flow hat, eine richtig geile Hooks raushaut, so wenn er mit dir spricht. Dann haut er immer alles Mögliche raus. Wahnsinnskerl, Leute. 1977 geboren. Boah, der hält sich, der Junge. Also er ist ja auch gut gebaut, gell? Muss man schon sagen. Privat ist er der Überking, habe ich mir sagen lassen. Ich wollte ihn kennenlernen. Komme ja nicht aus Berlin, aber ich bin ein Berliner User. Dann habe ich mir natürlich gedacht, boah, ich würde den Typen schon gern mal treffen. Aber hat sich leider nie ergeben. Ich weiß auch nicht, warum. Genau. Kennt ihn vielleicht auch aus einigen TV-Sendungen. Er war ja unter anderem schon bei Stefan Raab und bei anderen. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Der Kernpunkt war ja der, dass wir die Konstellation Playboy 51, dann dieser kleine Fico, der jetzt anscheinend nicht mehr in Berlin wohnt, auch so ein lustiger Kerl, müsst ihr mal in YouTube eingeben, und Master Chief, auch unter dem Namen Sven bekannt. Das war pures Entertainment. Fand ich richtig, richtig, richtig geil. Ich will euch wieder. Alle drei. Macht irgendwas. Einer von euch kann den anderen oder jeder auf einen oder alle auf einer auf alle und kommt wieder auf die Bühne. Ich will den Playboy sehen, ich will den Master Chi sehen und hin und wieder kann auch mal der Fico vorbeischauen. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, der Fico gehört auch dazu. Der Fico war einfach Inventar. Lieber Playboy, lieber Sven, lieber Fico, wenn ihr das Video seht, ich will eine Autogrammkarte von euch.